Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Venetica. Wir sind wieder im inneren Bezirk, nachdem ich wieder diese dumme Nexus-Portal-Abkürzung genommen habe. Wir werden jetzt erstmal zum Gildenhaus des Netzes der Maske gehen, weil wir von Nox im letzten Video erfahren haben, dass wir eine seltsame Schriftrolle hierhin zurückbringen sollen, die wir bei einem dieser Banditen gefunden haben. Und diese enthält offensichtlich gefährliches Wissen. Fortschritte mit deinem Auftrag gemacht? Gott, diese schrille Stimme. Oh, es ist zu spät für sowas. Ich habe diese Schriftrolle gefunden. Sie gehört wohl dem Netz der Maske. Ha! Die wurde uns letztens von einem dreckigen Dieb gestohlen. Wenn ich ihn selbst geschnappt hätte, oh, ich hätte ihm die Finger und Zehen abgeschnitten und dann in heißem Wasser gekocht. Dieses Schriftstück ist gefährlich. Es kann toten Dingen Leben einhauchen. Ich werde es sofort sicher verschließen. Hier ist ein kleiner Finderlohn. Zu den abgeschnittenen Zehen und Fingern wäre vielleicht Kartoffelsalat auch ganz lecker. Auf jeden Fall haben wir den Auftrag jetzt erfüllt. 300 Erfahrungen sind ja immer ganz nett. Ich weiß doch. Wir können außerdem hier noch 3 Attributspunkte vergeben. Da gehe ich jetzt mal volle Kanne auf Stärke. Denn Scarlet ist ein Mannsweib, auch wenn sie nicht das Kreuz dafür hat, aber sie kann trotzdem mächtig auf den Pott zauen. Ich habe auf meiner Karte markieren lassen, wo wir das Banditenlager finden. Das ist hier unten. Dann würde ich sagen, gehen wir da doch mal gleich hin. Oh mein Gott, ein Bandit. So fucking gefährlich. Ich komme gar nicht klar. Es könnte die Tür da hinten sein. Gucken wir mal. Nochmal 2 Banditen. Auf jeden Fall eine recht einfache Möglichkeit, an Erfahrung zu kommen. Na, der trollt mich aber. Und Gold bringen die auch nochmal. Das müsste hier sein. Das müsste auch hier sein. 2 Schlösser. Das passt zum Schema, das wir schon kennen. Rot, gelb, rot, blau, gelb, grün, rot, gelb, rot, blau, gelb, grün. Danke für das freundliche Kopfnicken, meine Freunde. Banditenquartier. Na, das übliche Schema. Wie gesagt, also die Entwickler hätten sich da ruhig auch mal was Besseres einfallen lassen können, als immer wieder dieselben Nebenaufgaben zu erfüllen. Warte! Einhalt! Hör mir zu! Wir mögen ja ein Haufen Gesetzloser sein. Schöne, verdorbene, korrupte Stadt. Bla, bla, bla. Um die werde ich mich... Das kennen wir auch schon. Schade. Das ist momentan nicht erlaubt. What in the fucking name? Was geht hier eigentlich ab? Ich sehe überhaupt nichts. Wirklich. Ich sehe absolut nichts. Geht doch. Rape. Na sowas. Das war mehr oder weniger sehr unfair, was da gerade ablief. Hat der noch irgendwas Sinnvolles beizutragen? Nee. Der hat nicht mal eine Waffe hatte der. Hier dürfte jetzt auch noch... Oh, die haben 1:1 die Models der ganzen Gebäude übernommen. Blau. Gelb. Gelb. Grün. Das Übliche also. Ja, jetzt haben wir es wieder mit korrupten Stadtwachen zu tun. Wie es auch schon im äußeren Bezirk der Fall ist. Soll uns aber nicht stören. Denn ich ziehe auch den Persern gerne das Fell über die Ohren. Als nächstes wollte ich gerne das Haus von Victor ausfindig machen. Das steht ja auch noch in unserem Auftragbuch. Victor, das lassen wir uns auf der Karte zeigen.
Aha. Da oben ist also Victors Haus, ja? Und wie komme ich da hin? Hm? What? What? Ich bin eine Angehörige des Netzes der Maske. Hä? Mit wem habe ich da überhaupt gerade geredet, sag mal? Persisches Handelshaus. Persisches Handelshaus. War ich hier noch nicht zuvor? Tatsächlich nicht. Was sind das alles für Häuser? Was ist das? Haus. Kann ich in das persische Handelshaus reingehen? Warum wird ein spezieller Schlüssel benötigt? Bandit. Die sind ja doch noch Banditen. Ganz normale Standard-Kropfzeug. Was heult ihr eigentlich rum mit sein? Oh, korrupte Stadtwachen werden uns überfluten. Pipi wird höchstens seine Unterhose überfluten, weil du dir vor Angst in die Hosen machst. Nice. Laut dieser Aufzeichnung ist Victors Haus also hier vorne. Hä? What the fuck? Ich kann da auf... Hä? Ich kann da nicht hin. Was soll ich denn auch machen, wenn ich da nicht hin kann? Dann gehen wir halt in die Taverne und geben den Quest ab. Hello? Hello? Ich bin sozusagen nicht im Dienst. Da spricht nichts gegen ein oder zwei Bier. Ich habe mich um die Banditen gekümmert. Gut gemacht. Hier ist deine hochverdiente Belohnung. Über die Besatzung der Aufträge. Hast du Aufgaben für mich? Naja. Derzeit kann ich natürlich keine offiziellen Aufträge erteilen. Kann ich sonst noch was für dich tun? Erzähl mir mehr über deinen Beruf. Ach, wer versteht schon, was den Dogen heutzutage umtreibt? Die Söldner blockieren alle Schiffe, die Venedig anlaufen wollen. Das wird zu einer Hungersnot führen. Ich glaube nicht, dass sie so die Bevölkerung zur Zusammenarbeit bewegen können. Und die Wachposten, die sie in den Gassen errichtet haben, damit machen sie denjenigen, den sie suchen, sicher auch nicht ausfindig. Bis später. Klingt auf jeden Fall nicht klug, was der Doge da tut. Naja, wir wissen ja, dass mehr oder weniger der untote Fürst dahinter steckt, der wahrscheinlich Victor ist. Zumindest macht er jetzt schon einen sehr autoritären Eindruck auf mich. Er sagt mir zwar, ich soll hier hin, aber... Seriously? I don't get it. Ich gehe jetzt hier lang. Und dann stelle ich fest, dass ich hier nicht hin will. Dann gehe ich halt hier lang. Ach, da oben ist ja... auch genau hier wollte ich hin. Da ist nämlich die Klaue. Ohne Zweifel genau das Schiff, was ich suche. Wo, wer bist du und woher kommst du? Ich bin die eine... Marodeur. Stehen bleiben! Wow! Holy fucking macaroni! Schroni! Gebt mir eure Energy! Gebt mir eure Energy. Okay, die Marodeure bringen sogar weniger Erfahrung als die Banditen. Was habe ich denn da getan, sag mal? Schinken!
gibt auf jeden Fall Schinken. Warum ist denn dieses Haus aufgeschlossen? Zimmer. Oh. Für einen Arzt siehst du ziemlich seltsam aus. Ich bin kein Arzt. Ich bin Arzt. Das ist neue Arbeitskleidung. Das ist unsere neue Arbeitskleidung. Gewöhn dich dran. Hä? Na egal. Ich bin froh, dass du hier bist. Meine Frau ist sehr krank. Wenn sie keine Medizin bekommt, wird sie bald sterben. Mir wurde gesagt, dass ein Paket mit dem Heilmittel, ein grünes Paket, schon vor Tagen im Handelszentrum eingetroffen ist, im Lager auf dem Dach. Aber niemand hat es mir gebracht und ich kann meine Frau nicht allein lassen. Ich nehme die Aufgabe natürlich an. Ich werde nach der Medizin suchen. Du bist unsere einzige Hoffnung. What? What? Wie kommt der denn hier rein? Nein! Ich wollte keinen Ärger. Ihr habt angefangen. Ihr habt's gesehen, es war Notwehr. Persische Kriegsaxt. Nicht schlecht. Es war auf jeden Fall Notwehr. Ihr habt das gesehen. Ich kann da nichts für. Dann holen wir doch mal diese Medizin ab. Ich bin durch. Lasst mich Arzt. Da ist gerade irgendwer im Boden versunken. What the freaking fuck? Medizin. Auf der Karte zeigen. Wo ist diese Medizin? Das kann doch auch nicht stimmen. Also irgendwie ist das buggy ohne Ende. Naja. Dann will ich mir noch das hier angucken. Da ist es. Die Klaue. Aber wie kommen wir da hin? Diese verdammten Gondoliere. Immer müssen sie ihren eigenen Stiefel durchziehen. Wir, das Volk, müssen gemeinsam gegen die Besatzung kämpfen. Aber natürlich haben sie ein Problem mit meinen Methoden. Was ist mit dir? Bist du ein Kollaborateur der Perser? Oder willst du der Stadt helfen? Ich muss an Bord der Klaue. Egal, wer mir hilft. Ich muss auf dieses Schiff gelangen. Nun, ich arbeite nicht mit jedem zusammen. Du müsstest dich erst beweisen. Triff mich in meinem Versteck auf den Dächern. Du kommst durch die Taverne dahin. Die Parole lautet, hüte deine Zunge auf den Dächern oder du könntest sie verlieren. Dann sehen wir vielleicht, ob du zu etwas zu gebrauchen bist. Wie auch immer, ich verschwinde lieber, bevor die Wachen auftauchen. Genau, du stehst hier nur schon seit Stunden rum. Ich könnte auch auf die Paddel springen. Oh. Ein Marodeur. Bams. 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 Volle Kanne in den Boden zementiert, aber sowas von. Trockenobst. Warum haben... Was ist das? Okay. Moment. Moment. Nummer 4. Ah! Das wird dieses Versteck sein. Oder? Das könnte dieses Versteck sein. Bams. Beams. Beams. Dieses Haus hat auch kein Schloss. Geschäft des Okkulten. Waren wir da nicht schon? Nee, waren wir glaube ich noch nicht, oder? Sam. Willkommen in meinem Geschäft des Okkulten. Über besondere Gegenstände. Suchst du auch nach besonderen Gegenständen? Oh, natürlich. Auch wenn das, was ich suche, nur Stoff aus Legenden ist. Aha. Man sagt, auch wenn ich es selbst nie gesehen habe, dass Kreaturen aus Stein unter bestimmten Umständen zum Leben erwachen können. Habe ich schon gehört. Und wenn sie dann zerstört werden, findet sich ein ganz besonderer Stein in ihren Trümmern. Habe ich schon mal gesehen. Herz genannt wird. Habe ich schon mal gesehen. Wenn du mir 8 solcher Herzen bringen kannst, dann werde ich versuchen, etwas ganz, ganz Besonderes damit zu erzeugen. Eine Steinsuppe? Ich habe einige fahle Herzen gesammelt. Wie viele fahle Herzen hast du für mich? Ich habe ein fahles Herz für dich. Wunderbar. Ich brauche 7 weitere. Mathe-Stunde mit Zahn. Magischen Ring zeigen. Ich habe diesen magischen Ring gefunden. Ein magischer Ring? Erlaube mir, einen Blick darauf zu werfen.
Das ist ein schöner Ring. Aber er ist um einen Penis. Aber es geht nicht um den Ring. Der Diamant darin ist besonders. Das Geschenk eines Toten an einen Toten. Wenn ich ihn entferne und einer Waffe hinzufüge, kann ich deren Kraft verstärken. Es müsste jedoch eine Waffe sein, die den Toten geweiht ist. Rein zufällig besitze ich eine solche Waffe. Rein zufällig. Soll ich deine Waffe durch den Ring verbessern? Das kostet 500 Dukaten. Okay. Ja, tu es. Gut. Gib mir nun die Waffe und den Ring. Hier, bitte. Danke. Es wird nicht lange dauern. Hier ist deine neue Waffe. Gefährlicher denn je. Solltest du weitere solcher Ringe finden, statte mir gern einen Besuch ab. Danke.